Eisen ist aber deutlich weniger. Gibt's ja eigentlich eine Zusammenstürzmechanik? Ich hoffe nicht. Ach, ich höre einfach mal auf jetzt. Sollte reichen. Hey, hier habe ich eigentlich Schaden gekriegt. Ach, bestimmt, dass ich mal runtergegangen bin. Weizenhammer, gar nichts mehr, das ist nicht viel. Setzlinge schön. Mit denen mache ich mir einen schönen Tag. Okay, woran arbeitet ihr gerade? Wahrscheinlich Kisten. Munition haben wir fast. Werkzeug haben wir auf jeden Fall. Danach sollten sie wieder alle an Essen arbeiten. Du machst Bretter. Um auch Bretter zu machen. Ah, machen wir 30.000 Feuerholz. Sind die Bretter dann hier auch ausgegraut oder? Nee, gut. Passt soweit. Ja, da hat nichts mehr zu tun, wie es aussieht. Earthenware. Ah, da brauche ich Wasser. Hm. Mach einfach mal mehr. Hauptsache du machst was. Du machst schön Holz. Der andere schmilzt weiter Eisen. Schmilzt weiter. Gleiche Priorität. Aber warte mal, wie viel? Kupfer, Eisen, Bronze, Stahl. Naja. Kupfer. Kupferamboss brauche ich dafür. Kommt auf jeden Fall wieder Weizen rein. Mehr Weizen. Werkzeuge und Weizen. Ja, von mir aus. Ich will einfach nur mein Wahnsinnsvorhaben. Achso, die mache ich einfach aus. Einfach aus Baumstämmen. Ja, haben wir ja. Moment. Ich brauchte diesen Monster-Thread jetzt gar nicht. Oh, ich habe das Thread-Level. Oh, ach, hier steht's. Increases Monster-Thread by 10. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich bin so doof. Leather in. Okay. Ich dachte, ich brauche erst mindestens 10. Okay. Das heißt, jetzt haben wir einen. Jetzt sind wir eigentlich im Krieg. Ich lasse es einfach mal so. Ihr macht das schon. Da steht Increases und nicht ist.
einfach rausge... Ich glaube, man wird auf lange Sicht mehr Essen brauchen, wenn man mehr Kolonisten rekrutiert. Aber ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt 50 eingebe... Ich weiß halt nicht, ob das hier mehr wird. Bin auch so auf die Schwierigkeit gespannt. Wie sich das auswirkt, im Zweifelsfall muss ich, wie gesagt, selber kämpfen. Naja, ein paar Schleuderer kann ich noch machen. Steht's mit Weizen aus? Ja, wird noch verarbeitet. Sehr gut. Jetzt müssten sie bald alle heimgehen. Ah gut, mach Bären. Mehr Bären essen, bitte. Ich brauche sehr viel davon. Unter 17. Und die grinden hier weiter. Sehr schön. Jetzt habe ich das Merchants Hub. Ach, jetzt hat jemand einen eingebaut, glaube ich. Was ist da? Flachsfarmer, okay. Schnellerei. Punkte. Merchants hat ja. Eine Porridge. Würde ich tatsächlich gerne dann mitmachen. Pot empty. Der wird dann wahrscheinlich hier freigeschaltet. Wie gesagt, jetzt könnten die ersten Gegner schon kommen. Da kommen Zombies, da hinten ist einer. Ich weiß nicht, ob ihr den auf YouTube sehen könnt. Freeman, was ist los mit dir? Ah, da ist einer. Und er ist tot. Naja. Haben die früher nicht zwei ausgehalten? Also kamen relativ schnell Gegner, die zwei ausgehalten hatten zumindest. Da ist einer. Die schlagen auch euch. Ah, sehr gut. Sniper-Shot. Guter Schuss. Okay. Ich wollte sagen, der lebt ja noch. Die halten echt nicht viel aus. Aber die werden natürlich auch stärker. Je höher die Gefahr, umso stärker werden die logischerweise auch. Aber das hier kriegt man noch locker abgewehrt. Aber es ist die erste Action quasi. Man muss bloß über das Threat Level von 0 kommen. Ich gehe davon aus, dass es später richtig viele werden und vor allem richtig starke. Ich habe damals, als ich meinen Testlauf gemacht habe,
schon die zweite Stufe freigeschaltet. Die haben 2 Steine oder 3 gebraucht, ich weiß nicht mehr genau. Können einen Tag aber schon vermiesen, glaube ich. Damals konnte ich als König noch selber craften. Moment. Ach ne, hatte ich so eingestellt, okay. Ach cool, da kannst du auf unterschiedliche Sachen umstellen. Habe ich noch Weizen übrig? Ja, ein bisschen. Einen Tag würde ich jetzt einfach noch warten. Creamer, was machst du denn? Wie meine Katze, die mir 10-mal zeigen muss, dass, was sie jetzt macht. In der Hoffnung, dass ich das dann auch, dass ich dann mit ihr spiele oder was weiß ich mache. Auf jeden Fall muss ich jetzt besser aufpassen. Ich wollte jetzt mal was testen. Kann ich nicht? Ja, das ging. Damit konnte ich mich tatsächlich heilen. Vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich da ein bisschen was. Naja, boah, ist ja eigentlich egal. Wo es jetzt drin ist. Ich wollte gerade sagen, da kann ich ja eigentlich zur Not ein bisschen was separieren. Ich habe eigentlich viel zu viel Holz. 2 Holzfäller sind viel zu viel. Ich dachte nur, ja, Holz wird bestimmt gebraucht in Massen. Einer hätte wahrscheinlich dicke gereicht. Rein theoretisch könnte ich es jetzt probieren. Aber ich warte, wie gesagt, noch einen Tag. Damit ich noch ein bisschen Reserve habe für den Fall, dass es doch kritisch wird vom Essen her. Ja, irgendwann werde ich die Kolonie ausbauen. Ich will aber jetzt mein Gefahrenlevel nicht erhöhen. Andererseits, das hier hätte ich schon gern. Rette und Pottwasser. Ah, das mache ich als nächstes auf jeden Fall. Sacred Failsafe. Sacred Points to Eliminate Monsters, okay. Ah, hier kann ich dann. Ah ne, habe ich eigentlich schon. Wo kann ich das Ding? Habe ich irgendwo den Merchant Shop? Oh, er macht noch weiter fleißig essen. Finde ich gut so. Wo ist dieser Merchants Hub, Mensch? Diesen Merchants hab nicht. Steht er von selbst? Ja, mach doch mal weiter. Ich brauche auf jeden Fall einen Wassersammler. Und dann gucke ich, dass ich die hier besseres Essen draus mache. Ich glaube, dann kann ich auch einen der Tinkerers Table
weghauen. Aber erst wenn ich das habe, brauche ich auf jeden Fall mehr Pots. Die scheinen lange zu brauchen, bis sie fertig sind. Zehn Lehm und drei Bretter. Drei Lehm und Bretter. 80 Sekunden heuer, das ist lahm. Da brauche ich auf jeden Fall mehr von. Ihr macht weiter essen, super. Meine Bärenmahlzeit. Ah, ich habe am letzten Arbeitstag auch ein paar Brombeeren geklaut aus dem Wald. Ja, geklaut ist so eine Sache, weil es ist nicht verboten tatsächlich im Wald. So ein bisschen was aus dem Wald mitzunehmen ist tatsächlich erlaubt. Wenn es in dem Waldbereich nicht absolut explizit verboten ist, darfst du einfach so ein paar Sachen aus dem Wald mit rausnehmen tatsächlich. Du darfst jetzt natürlich nicht anfangen, Bäume zu fällen, aber so einen kleinen Ast oder sowas kannst du schon problemlos mitnehmen. Später auch Glas. Ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall genug zur Seite gelegt. Weizen braucht zwar ein bisschen länger zum Starten, aber es lohnt sich halt schon. Wie gesagt, morgen geht's los. Beziehungsweise oder erst übermorgen. Ich werde es auf jeden Fall mitten in der Nacht machen, die Leute zu rekrutieren. Oder kurz vor morgen. Es ist echt ein cooles Spiel eigentlich. Es ist relativ, also gefühlt simpel gehalten. Oh, hi. Es ist dunkel und ich werde im Rücken geschlagen. Ich gehe mal lieber hier rein. Da fühle ich mich gefühlt sicherer.
Ich habe mich gerade gefragt, was das für ein Geräusch ist. Total falsch platziert hier alles, aber ist mir egal. Dann ist die wirklich also Wasserträger. Und wie an Strand wahrscheinlich. Penner. Kommt vom Wasser tatsächlich. Sie nicht direkt auf dich zulaufen, sind sie schon ein bisschen gemein. Ist übrigens vollkommen egal, wie viel er ausleuchtet, das ist nur für euch. Oh ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht so. Böse, sie gucken. Verdammte Zombies. Schlafen auch alle immer woanders. Wahrscheinlich wo gerade Platz ist. Ich glaube, das hier mache ich mal weg. Jetzt haben wir einen Arbeitslosen. Ich rein, hier habe ich nur 49 Brutto. Ah ja, ich dachte, der hat keine Munition. Schießen können sie aber echt gut. Ich glaube, Fernkämpfer gab es nicht. Munition reicht noch eine Weile. Auch 50 Arbeitslose. Yay! Oder mehr als 50. Interessant, die Errungenschaft kriege ich aber nicht. Was soll's? Ja. Weiter geht's mit diesem Schätzchen hier. Aber was stand eigentlich bei den Erfolgen dabei, dass es das ist, was es... Na egal.
Getreidefarmer. Es ist 9. Zu essen haben wir eigentlich gerade nicht genug. Oh doch. Das habe ich doch gekriegt. Es dauert nur ein bisschen länger. Nee. Kein Platz mehr. Passt schon. Raus erstmal wieder, die müssen arbeiten, sonst Problem. Das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Was das ist, was das jetzt kann, weiß ich gar nicht, aber ich finde es raus. Aha. Ah, da wird der Merchants Hub gemacht, verstehe. Okay, die Wissenschaftsshow. Nein, ich habe keine Empty Pots mehr. Okay, das geht viel zu schnell. Aber Essen läuft einigermaßen, habe ich das Gefühl. Jetzt geht es ja aber so langsam los, würde ich sagen. Noch 36 Arbeitslose. Die dürfen. Ah, die fangen schon an mit Bären, sehr gut. Wow, jetzt ist echt Leben drin. Komm schon, abgeben. Leder. Kaufen. Ah ja. Okay, ein paar Pots brauchen wir noch. Das hier. Ah, hier kommen dann die Kupferwerkzeuge. Sehr schön. Dann arbeiten die alle schneller.
Jetzt brauche ich einfach das Porridge. Es ist besser als dieses dämliche Weizenmehl essen. Klar, es braucht ein bisschen was davon, aber ist ja eigentlich fast egal. Ja, diesen Jobblock braucht man jetzt nicht unbedingt. Ja, du bist fertig. Schön für dich. Aha, Blut. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Oh, Essen habe ich jetzt aber besser im Griff gehabt, als ich dachte. Ich muss mal einen Blick behalten, ob ich noch eine Waffe auf beiden Seiten mehr brauche. Die snipern halt schon alles ganz gut weg. Sieht aber so aus, als würden wir uns noch ganz gut hinkriegen. Geil, so lang graben, wie sie reinfallen. Na nee, das passt. Oh, der ist gepanzert, oder? Ja. Das ist eine, das wird dann eine andere Hausnummer plötzlich. Ja, für so einen wäre ein zweiter nicht schlecht. Aktuell haben wir ja auch nur die Wurfsteine. Ein bisschen aushelfen kann ich ja auch. Das passt schon.